Ich freue mich natürlich, dass so viele heute hierher gekommen sind. Also herzlich willkommen zur Woche der Zukunft, zur linken Woche der Zukunft und herzlich willkommen zu dem Panel für ein Europa von unten, jenseits von Austerität und Prekarität. Und wie ich aus aktuellem Anlass auch gerne ergänzen würde, jenseits des unmenschlichen Umgangs mit Flüchtlingen, die aus verzweifelten Lagen heraus versuchen, Europa zu erreichen. Und ich finde, es ist schon beschämend, wenn wie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht einmal mehr die Zeit für eine Schweigeminute bleibt. Aber es ist gut zu erfahren, wie heute Morgen, dass 81% der Menschen in Deutschland die Reduzierung der Mittel für die Seenot ablehnen und eine Erhöhung dieser Mittel fordern. Und es ist gut zu wissen, dass über 70% der Menschen in Deutschland fordern, dass es bessere Möglichkeiten zur Einwanderung gibt. Das ist klar, das wird Furcht und Elend, Flucht nicht verhindern und schon gar nicht die Ursachen beseitigen. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, dass die Mehrheit in Deutschland diese Art des Umgangs mit dem anderen nicht zulassen möchte, diese Zustände nicht mitträgt. Ich finde das deshalb so wichtig, weil der Umgang mit den Schwächsten die andere Seite von Austeritäts- und Sparpolitik gleichermaßen unmenschlich, gleichermaßen unwürdig ist. Und ich möchte hier anknüpfen an einen Gedanken, der gestern bei der Performance von Margarita von Tomsu dargestellt worden ist. Wenn Katastrophe und Alltag nicht mehr unterscheidbar sind, macht es keinen Sinn für die Zukunft. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, müssen wir über Zukunft nachdenken. Und über Zukunft nachdenken, sagte gestern Volker Braun, heißt nicht etwa zu gucken, was morgen sein könnte, sondern das bedeutet, versuchen, Zukunft zu gestalten. Und das ist die eigentliche Frage, vor der wir stehen. Wie kann man tatsächlich Zukunft in Europa gestalten? Was sind hierfür die Voraussetzungen? Von welchen Ausgangsbedingungen müssen wir ausgehen? Welchen Realitäten müssen wir uns stellen? Wenn wir uns ansehen, wie dieses Europa selbst aussieht, dann sehen wir unter anderem auch 23 Millionen Arbeitslose, 18 Millionen davon allein in der Eurozone. Wir sehen die Jugendarbeitslosigkeit, die immer noch in Spanien über 53% liegt, um die 50% in Griechenland, aber auch in Italien, in Kroatien 43%. Und selbst im Musterland Schweden ist die Arbeitslosigkeit inzwischen bei 23%. Sprich, wir haben katastrophale soziale Zustände in den südlichen Ländern Europas. Wir haben eine katastrophale finanzielle, aber auch ökonomische Situation. Wir haben aber auch zunehmend in den Ländern des Norden Europas eine zunehmende soziale Spaltung und Zuspitzung. Was also kann man dagegen tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Was kann man tun auf der Ebene der Länder in den Nationen? Was kann die Linke tun? Was müssen wir tun auf europäischer Ebene? Und was brauchen wir dafür für andere Institutionen? Wir möchten uns diesen Fragen stellen und haben dazu uns, denke ich, ein sehr interessantes Panel zusammengestellt. Wichtig ist vielleicht noch ein Gedanke, diese Unterschiedlichkeit der Wirkungsweisen der Krisen, die so unterschiedlich wirken, dass wir tatsächlich heute von Krisengewinnern sprechen müssen und Krisenverlierern, zu denen ja auch die südlichen Länder Europas gehören, dass dies sich aber auch niederschlägt auf der politischen Ebene. Und so haben wir in den Ländern, in denen die soziale Krise tatsächlich längst zum Alltag der Menschen gehört, eine starke Linke. Wir haben sie als starke Linke in Griechenland, in Portugal, Portugal vielleicht nicht so stark, aber in Spanien. Und wir haben eine andere Kritik an Europa und vor allem von rechts formulierte Kritik in Europa, in den nördlichen Ländern. Und dazu gehören die Erfahrungen in Frankreich, aber auch, wie wir sehen, die Erfahrungen in Großbritannien, die Ergebnisse der Europawahlen mit über 20% von UKIP, von über 20% des Front National und auch der dänischen Volkspartei sind, denke ich, mehr als Alarmzeichen. Das heißt, die Linke in Europa steht auch
vor den gleichen Herausforderungen, aber trotzdem vor unterschiedlichen Situationen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir über europäische gemeinsame Alternativen nachdenken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute auch Vertreter dieser unterschiedlichen Situationen hier auf dem Panel haben. Und ich freue mich deshalb sehr, dass Hilary Wainwright zu uns gekommen ist. Hilary ist britische Soziologin, sie ist Aktivistin, sie ist sozialistische Feministin und sie ist Herausgeberin des linken Magazins Red Pepper. Manche von euch kennen es sicher schon. Herzlich willkommen. Hilary, wenn du Vertrauen zu unserem Auditorium hast, lass es doch rumgehen. Ich glaube, es kommt wieder bei dir an. Herzlich willkommen, Yorgos Chondros. Yorgos ist Mitglied des Zentralkomitees des griechischen Linksbündnisses Syriza, also der regierenden Partei in Griechenland. Du warst Bürgermeister in Mesochora, einer Gemeinde nördlich von Athen, und dein hervorragendes Deutsch haben wir einem Theaterstudium in Wien zu verdanken. Ich freue mich sehr, dass der Aktivist und politischer Akteur hier vor Ort ist. Sei herzlich willkommen. Wenn man über Europa spricht, sollte es man unbedingt auch mit Vertretern des Europäischen Parlaments, vor allem der GUE-NGL, der Linksfraktion des Europaparlaments, tun. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Fabio De Masi heute hier bei uns ist. Fabio ist Diplom-Volkswirt und Mitglied der GUE-NGL. Er ist Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung, ECON, und Mitglied der Delegation für die Beziehung zu Südafrika, Stellvertreter im Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr und gehört noch zu etlichen anderen Organisationen an, ist natürlich auch linker Aktivist, wo ich mich manchmal frage, wie kriegt man das alles auf einen Hut? Aber er wird uns heute beschreiben, was möglicherweise der Zustand des Europäischen Parlaments ist und welche Ideen die Linken darin haben, ihre Ideen durchzusetzen und Möglichkeiten, sie durchzubringen. Ich freue mich in besonderer Weise auch, Steffen Lehndorf vorzustellen. Ich brauche ihn bei vielen gar nicht vorstellen, sondern er ist bekannt. Er ist bekannt deshalb, weil er Forscher am Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg und Essen ist. Ich glaube, du bist noch mehr bekannt durch deine Publikation über all die Jahre. Auf die letzte möchte ich kurz eingehen. Ein Triumph gescheiterter Ideen, warum Europa tief in der Krise steckt, 10 Länderstudien, die du dann auch noch in einer bewundernswerten Weise in einer Synopse zusammengefasst hast und wie ich inzwischen weiß, etliche es gibt, unter anderem auch Hansi Urban, der darauf Bezug nimmt und es so zur Politik werden lässt, was du in deinen Büchern an Erfahrungen niederschreibst. Was aber auch wichtig ist, auch du bist das, was man so gemeinhin organischer Intellektueller nennt, weil du bist jemand, der auch in den konkreten Bewegungen aktiv bist und du gehörst zu denjenigen, die den Aufruf der Gewerkschaften zur Unterstützung von Syriza mit initiiert haben. Herzlich willkommen, Steffen Lehmdorf. Wir haben uns das so gedacht, dass wir haben 2 Stunden Zeit, dass wir zunächst, ich glaube, darauf warten alle, gespannt sind, wie ist denn nun die Situation in Griechenland? Wie stellt es sich dort dar? Ich glaube, jeder im Raum, Yorgos, ist solidarisch mit dem, was die griechische Regierung dort versucht, weil sie versucht es ja nicht nur für Griechenland selbst, sondern was dort passiert, ist sozusagen der Kampf für ein anderes Europa, sprich also der Kampf der Griechen ist ein europäischer Kampf und braucht deshalb auch die europäische Unterstützung. Und gleichzeitig, wir sehen ja auch die Medien, die diesen Kampf zumindest in Deutschland auf sehr einseitige Weise zum Teil beschreiben. Aber was wir dort sehen, macht uns manchmal doch bedenklich. Und wir haben große Hoffnung in das Experiment, das ihr wagen müsst für euch selbst und für uns. Und wir hoffen, dass du uns ein Stück weit Realismus und Kraft gleichermaßen mit auf den Weg geben kannst
Und ich würde dir dafür für einen ersten Einstieg 10 Minuten gern das Wort erteilen, bitte. Also ich freue mich auch wieder mal hier unter guten Freunden und Genossen zu sein, eben über all das zu diskutieren, wie Conny schon vorher eröffnet hat, und wirklich über das Europa zu diskutieren, was wir uns eigentlich wünschen. Weil dieses Europa, was wir jetzt haben, zeigt erstens die Situation der Flüchtlinge und zweitens auch die Situation in Griechenland, dass wirklich nicht Europa ist, was sich die europäische Völker und vor allem auch die europäische Linke sich wünscht. Wie wir die Diskussion weiterführen und vor allem, wie wir das Kräfteverhältnis europaweit zugunsten der Linken in dem Ausmaß ändern können, dass wir dann irgendwann einmal von unserem Europa sprechen können, ist wirklich ein sehr großes Thema, und da müssen wir uns wirklich noch nicht nur sehr viele Gedanken machen, auch noch sehr viel auf die Straße gehen, noch viel mehr aufstehen, rausgehen, gemeinsame Wege suchen im eigenen Land und europaweit, weil anders geht es wirklich nicht. Anders geht es wirklich nicht, und das hat die Situation in Griechenland gezeigt. Was sagt in erster Linie das Beispiel von Syriza? Bis vor ein paar Jahren haben wir gekämpft, ins Parlament reinzukommen. Wir waren eine kleine Partei, 3-4%. Jetzt regieren wir ein zwar kaputtes Land, aber wir haben die erste linke Regierung in Europa. Das zeigt, dass es wirklich in der Politik alles möglich ist. Und das möchte ich vom Anfang an hervorstreichen, damit es auch in die Diskussion sozusagen läuft. Wir erleben eine sehr, sehr schwierige Zeit in Griechenland, aber gleichzeitig eine sehr interessante Zeit. Am 25. Jänner, die Griechen und die Griechinnen haben die Angst besiegt, das, was sie 2012 bei den Wahlen nicht geschafft haben, haben sie dieses Mal geschafft und gleichzeitig einen hoffnungsvollen Weg eröffnet für sich selber, also für Griechen und Griechinnen selber, für Griechenland, aber auch für Europa insgesamt. Die griechische Bevölkerung hat mit ihrer Stimme ein wirklich klares Mandat zur Wiedergewinnung ihrer eigenen Würde gezeigt. Und uns geht es jetzt materiell nicht viel besser, geht uns genauso schlecht wie vorher. Emotional geht uns natürlich jetzt ganz anders. Wir sind, jeder von uns und insgesamt aus unserer Depression rausgekommen. Wir hoffen und wir kämpfen weiter. Gleichzeitig aber die griechische Bevölkerung hat ein Mandat, eine Entscheidung für eine sehr demokratische Entscheidung gezeigt für das Stoppen dieser Krise, dieser soziale und wirtschaftliche Krise, für mehr soziale Gerechtigkeit und für die Wiederherstellung der Demokratie im Lande, weil wir ein souveränes und würdiges Land wieder werden möchten. Das hatten wir in diesen 5 Jahre der Krise und vor allem der Memoranden eigentlich verloren. Das aber, was für uns sozusagen für unser Volk die Hoffnung darstellt, ist für die Eliten Europas und für die Eliten Griechenlands eine sehr große Gefahr. Und daraus resultiert dieser wirklich sehr harte politische Auseinandersetzung, die wir eben seit dem 25. Jänner erleben.
die Eliten, sowohl hier als insgesamt als europaweit und in Griechenland, die wollen auf keinen Fall es zulassen, dass diese Hoffnung erfolgreich wird, dass die neue griechische Regierung erfolgreich wird und somit ein gutes Beispiel auch für andere Bevölkerungen in anderen europäischen Staaten wird. Und dieser Kampf ist wirklich ungeheuer hart. Wir selber könnten uns das nicht vorher vorstellen. Vor allem, wir haben uns nicht vorher wirklich vorgestellt, wie gut sie das Feld für die neue griechische Regierung schon im Vornherein unterminiert haben. Mit dem Zeitplan, mit verschiedenen Maßnahmen, die sie vorher getroffen haben. So, dass in dem Fall, dass Syriza die Wahl gewinnen würde, dass ein historischer Klammer wird. Das heißt, in kurzer Zeit wieder weg ist. Nachdem sie aber gesehen haben, dass sie es nicht so schnell schaffen, die Syriza-Regierung wegzubekommen, sind sie weitergegangen auf ihren zweiten Plan, der wirklich sehr koordiniert von der EZB, von EU-Kommission und von IMF versucht, das Land ganz einfach zu ersticken, zu ertrinken zu lassen, mit der Liquidität der Banken und der Staatskassen. So, dass die griechische Regierung, die neue griechische Regierung, die erste linke Regierung Europas, Schritte zurückgeht, besser gesagt, ganz einfach kapituliert. Und wenn diese erste linke Regierung kapituliert, kann jeder, nehme ich an, in diesem Saal verstehen, dass die Linke insgesamt, die europäische Linke insgesamt für Jahrzehnte also zurückgeschlagen wird. Die Verhandlungen waren und sind sehr hart. Man hat schon auch heute gelesen, was also bei dem heutigen Eurogroup-Sitzung passiert ist in Rila. Wie nervös die Eliten sind und die neoliberale Politiker Europas, vor allem Schäuble und Merkel, kann man das an einem Beispiel ganz gut verstehen. Ich glaube, bei der zweiten oder dritten Eurogruppe-Sitzung, also mit der neuen griechischen Regierung, hat Herr Schäuble das Wort über 70 Mal ergriffen. Über 70 Mal in einer Sitzung. Das zeigt wirklich, wie nervös sie sind, wenn der Vorschlag der griechischen Regierung durchgeht. Und was ist der Vorschlag der griechischen Regierung? Ganz kurz skizziert, wir werden nachher in der Diskussion sicher viel mehr zu sagen haben. Die neue griechische Regierung, die wird keine Maßnahmen treffen, die die Krise weiter vertiefen. Und vor allem Maßnahmen treffen, die mit Kürzungen zu tun haben, was das Einkommen der Menschen betrifft. Maßnahmen, die mit dem Ausverkauf vom öffentlichen Vermögen zu tun haben und mit der Arbeitsrechte. Das sind unsere ganz feste, fette, rote Linien, über die wir ganz einfach nicht gehen. Wir versuchen in der Diskussion, unsere neue Erzählung reinzubringen. Weil eigentlich geht es darum, weil der Streit ist kein ökonomischer Streit. Es geht sowieso nicht um Geld, es geht um beinharte Machtpolitik, es geht ganz einfach um beinharte Klassenpolitik. Und da möchte ich, weil ich noch 40 Sekunden Zeit habe, die erste Schritte nennen, die diese Regierung schon getan hat, die sie auch zeigen, dass die Syriza-Regierung wirklich eine linke klassenpolitische Regierungsarbeit macht. Das erste Gesetz, was verabschiedet wurde, ist das Gesetz zur Bekämpfung der humanitären Krise. Das heißt, über dieses Gesetz werden hunderttausende Haushalte wieder Strom bekommen, Lebensmittel und auch Wohnung. Und siehe da, die Europäische Kommission hat dieses Gesetz als einseitige Maßnahme eingestuft und hat
gefordert, dass wir es nicht verabschieden, dass wir es nicht durchs Parlament durchgehen lassen. Die griechische Regierung, die neue griechische Regierung hat natürlich gesagt, wir sind ein souveränes Land. Wir sind mit der Mandat gewählt worden, diese Krise zu stoppen. Und das haben wir natürlich auch, das haben wir auch natürlich gemacht. Wir haben, also die Regierung hat beschlossen auch, jeder Grieche, der dem Staat schuldet, und fast jeder Grieche schuldet dem Staat, sei es Steuer oder Wohnungskredit und so weiter, in 100 Raten aufzuteilen und sie zurück zu bezahlen. Und das war eine sehr große Erleichterung, vor allem für die Kleingewerbe und für die kleinen Geschäftsleute. Hier wird das als Erleichterung der Steuersünder interpretiert, interessanterweise. Ab sofort wurden alle Verfahren gestoppt, die mit der Pfändung von Wohnungen, vor allem von Erstwohnsitz, zu tun haben. Und sehr interessant, drei Sachen wurden heute bei der Eurogruppe-Sitzung in Tallinn gefordert. Höhere primärer Überschuss, Kürzung der Renten und Pfändung des Erstwohnungssitzes. Gerade das, diese drei Sachen, damit es natürlich wieder zu keinem Einkommen kommt, und somit wird die Diskussion auf den 11. Mai wieder vertagt. Und wir wissen, dass am 12. Mai Griechenland hat ein paar hundert Millionen zu bezahlen. Das heißt, die nächsten Verhandlungen, die werden im Schatten der nächsten Auszahlung zu führen sein. Wir arbeiten schon an dem neuen öffentlichen Rundfunk und Fernsehen. Es ist eine sehr wichtige, auch von der Symbolik her, Maßnahme, die neue Regierung getroffen hat. Und es hat auch der Dialog unter den Partnern begonnen, um die Anhebung des Mindestlohnes auf 751 Euro in zwei Phasen und auf die Wiederherstellung der Arbeitsrechte wie Kollektivverträge und so weiter. Es wurden die Hochsicherheitsgefängnisse abgeschafft und auch das sogenannte Antiterrorgesetz novelliert worden, weil jeder Jugendliche oder Nicht-Jugendliche, der mit einer Kapuze herumgelaufen ist in Athen, ist immer der Gefahr gelaufen, mit diesem Antiterrorgesetz vor Gericht zu stehen. Emigrantenkinder bekommen schon Staatsbürgerschaft, wenn sie in Griechenland geboren sind. Wir haben eine neue Diskussion über auch das Emigrantenproblem insgesamt in Europa eingeleitet und auch die Diskussion im Parlament, im griechischen Parlament begonnen über eigentlich die Schuldenfrage, wie sind diese Schulden entstanden, welcher Teil ist legitim, welcher Teil ist nicht legitim, und nicht zuletzt die Diskussion über die Reparationszahlungen und Zwangskredite und so weiter. Ich möchte mit einem abschließen. Das griechische Volk hat demokratisch gewählt, hat ein Programm demokratisch gewählt, und keiner in Europa kann über dieses Programm hinwegschauen. Die Eliten, die Regierungen hier sagen, wie kommt es dazu, dass eine Regierung das umzusetzen versucht, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Ja, sind wir schon. Um aber wirklich diesen harten Weg zu überleben, weil darum geht es, der Kampf ist noch nicht entschieden, weil die eigentlichen Verhandlungen im Juni beginnen. Das heißt, die Verhandlungen um die Schulden, wie die Schulden geregelt werden, die Staatsschulden Griechenlands, wie sie geschnitten werden oder nicht geschnitten werden, diese Diskussion beginnt erst im Juni. Und wenn jetzt der Kampf so hart ist, man kann sich vorstellen, wie es ab dem Juni gehen wird. Insofern, umso mehr ist die Solidarität der europäischen Bevölkerung, der griechischen Bevölkerung gegenüber. Und diese Solidarität kann effektiv sein, wenn man im eigenen Land das Kräfteverhältnis ändert. Wenn man zum Beispiel in Deutschland die Linke stärkt, weil die Linke hier ist jetzt auch unter Druck
wegen der Diskussion also über Griechenland. Deswegen müssen wir alle Wege, und solche Diskussionen hier sind natürlich sehr gut, alle Wege finden, um schnell Informationen auszutauschen, gemeinsame Wege zu finden, um diesen Aufwind, der jetzt vom Sieg Syrizas in Griechenland kommt, auch hier im Lande zu nutzen. Danke. Vielen Dank. Hillary, Yorgos hat von griechischen Klassenkampf gesprochen, immer auch mit der europäischen Dimension. Wie stellt sich der Klassenkampf jetzt unter den Bedingungen von Großbritannien dar? Könntest du uns dazu etwas sagen und dann vielleicht auch daraus dann die europäischen Herausforderungen ableiten? Okay, so, well, comrades, firstly, I'm really happy to be here, because I said yes very quickly, because not because I wanted to speak, but because I wanted to learn, particularly from the Greek comrades, and also because it just feels that at this time, you know, a European perspective, meaning a strategy and European action and organization, in a way has never been more important. I mean, I, like maybe many other people here, were involved in the European Social Forum, and you sort of think, well, has that meant anything? You know, if it can't, if all the networks we built then, the time we spent, the money we spent flying across Europe, you know, going to Athens and going to Florence and, you know, all these different places, organizing, but was it all hot air, or has it meant anything? And this is like a sort of test. And in a way, Georgos has given a deadline, you know, by July, we should be able to organize really significant actions, you know, that really sort of shift the balance of power. Because I felt when all those the negotiations were going on initially, you know, what was happening in Greece was shifting the balance of power, but there wasn't a reciprocal action by us, whether in the UK or in Germany or in Belgium or Holland, you know, that could have put pressure on these Eurocrats, you know. So they were looking over their shoulder, you know, thinking, you know, I've got to think about those demonstrations, those actions, those strikes, you know. There's none of that, and we've got to get that by July. I'll just add one sort of little optimistic thing from not the UK, but actually from Ireland, which, you know, was a victim of the most brutal, inhumane action by British imperialism. And you know, is now, I went to a demonstration there, it's now been a victim of austerity, you know, and again, the most extreme way. And I was at a demonstration there against water charges, you know, the installation of meters to charge people for water. And in Ireland, water is like, it's like the NHS in Britain. It sort of should be, it's like the belief is it's a natural commons. It must be free. And so there's absolute, you know, anger and incredible militancy drawing on past traditions, people refusing, whole communities where no meter has been installed, because, you know, the women, particularly in the community, just stand on the ground where the meter is meant to be, you know, built. I don't know much about meters, but they are built. Somebody showed us how a meter could be disabled, so I did get a bit of knowledge, and they're just standing, refusing, and they've been successful. But on this demonstration, there seemed to me to be more Greek flags than Irish flags. And this is quite a nationalist country, but there are all these blue and white Greek flags. I've got pictures I can prove to Georgos. Anyway, so I, in a way, escaped from the UK to get away from the UK elections and enter into the discussion about Europe. But Connie, in a way, quite rightly said, I must report on the situation of the class struggle, if you like, in the context of the elections. Now, if you were to get a flight, you know, to Heathrow and then look at the newspapers, you wouldn't, well, you, the class struggle wouldn't immediately hit you. The level of trivia in the media, and we have a very right-wing media, in fact, so right-wing that, as I read my Guardian today, that which is kind of, I don't know, it's maybe a bit to the right of the tats here, it's sort of liberal. But, you know, they were excluded from the Conservative Party excluded them from a photo call, which was a photo call
about children. You know, so it was Cameron meeting some children, because Cameron will not meet ordinary people. I mean, children are ordinary people, but, you know, children, well, they are beginning to heckle and to, you know, but this was like a nursery. And the Guardian was excluded. The Daily Telegraph, the Mail were all encouraged to come in and take pretty pictures, but not the Guardian. So we have this very right-wing media. And so all the media, like, you open the Daily Mail or something, and the key issue is how many kitchens, you know, Ed Miliband has. I mean, you know, whether he's got a second kitchen because he has somebody doing childcare for his children. You know, all these completely trivial things. And as I say, Cameron is always just with children and not meeting the people at all. So it's a kind of Conservative Party in a certain crisis, because at the last time the Conservatives won, Major, you know, I'm not trying to say I support Major against Cameron, but, you know, he was getting onto the soap, he had a soapbox to meet the people. You know, I mean, he had enough confidence. I mean, this refusal to meet the people is a sign of a lack of confidence. And what I want to suggest is that, you know, this beneath this trivia, there are deep structural tensions, which is what I want to explore in my 10 minutes. And suddenly, these tensions have been exploding. In debates, there have been a few debates that have not had Cameron, because he's refusing to debate Ed Miliband. He's refusing to come on television. So it was one with all the... Because now there are a lot of different parties emerging, because our political system is so kind of feudal. You know, we have a terrible electoral system that only supports the two centre parties. But people are so disaffected. There is this underlying disaffection, which I'll come on to in a little bit, that's expressing itself in terms of the growth of nationalist parties like the SNP and Plaid. And what's happened in Scotland is very, very important. I'll try and mention it in a bit more depth. But also this right-wing party, UKIP, which I'll also mention in a bit more depth. And there have been these debates with all of them and the Lib Dems and the Labour Party, about seven leaders. And Cameron came to one of those. And the result of that, and then a follow-up without Cameron, is that, you know, there's a kind of explosion of rebellion through these parties who are now getting a bit of a platform, and particularly the SNP. So now the other thing, the SNP has been like a kind of a lightning conductor. You know, the leader of the SNP has taken a very strong stand against austerity. The Labour Party in Scotland has completely collapsed. It's a bit like PASOK. You know, it's just completely collapsed. It was the strongest party. Scotland, with all its traditions of Labour organising, was the centre of Labour strength. Now they're going to have probably maybe one MP, but, you know, that's about it. And all the rest are going to the SNP, because it's taken this strong stand. And more than that, the movement there for independence, which won a very strong vote for yes, was effectively not a nationalist movement. It was not led by the SNP. It was an independent civic movement, social movement, bringing together many different social movements against Westminster, against Tory governments, against 40 years of neoliberalism, and with the intention to envisage another kind of Scotland. And that movement has really radicalised the Scottish National Party, because they know that in order to win, they've got to appeal to those people. And their party now, as a result of a massive shift to the left, has grown from something like 20,000 to 115,000. And these MPs, there's an article in Red Pepper, which I'll give more, where I interviewed some of the MPs. And they're coming to Westminster, not just to, you know, sort of fly the flag of Scotland, but to actually be part of the movement against austerity. One of them said to me, "And be in no doubt, I'm going to be part of the demonstrations in London against austerity." So there's a real kind of fear of the SNP. You know, every right-wing newspaper is saying the SNP is going to dictate. You know, they're being painted as like sort of, you know, vicious dictators that are going to kind of tell Miliband. You know, they're almost trying to conjure up sympathy with Miliband. You know, who isn't the strongest of people. He doesn't kind of really have much sort of courage. So what I want to do in a way is to, I suppose what
what the thing about Miliband, he's like, you feel he's both personally kind of undecided almost which way to go, but also I think it's a structural question. I think there is a fundamental question of, you know, which way for Labour, that in a way the whole experience of Labour, you know, under Blair, basically going along with Thatcher. I mean, Thatcher was Blair's kind of heroine. You know, we had a concept at Red Pepper called Blatcherism. You know, it was because he actually did refer to Thatcher as being the politician he wanted to emulate. And he went to see her and get her advice and all this kind of thing. And the Blairite people are still whispering in Miliband's ear. And in a way, because they did win the election at least twice, and it's forgotten after quite, you know, many years of Labour being defeated, it's forgotten that in the end Labour, under New Labour, under Blair, lost, you know, because of Iraq. It lost the election. But Blair is seen as this magician who can win elections. So all the Blairites are kind of, you know, their advisers are still advising Miliband and kind of, in a way, trying to push him to the right, so that this deep discontent, which is being expressed both through, you know, the support for the SNP, and the support for the SNP is almost not exactly humorous, but it's interesting because now people in London are saying, we want to vote for the SNP. You know, I got rung up by a media show saying, we're going to have a discussion about politics in London and we want a whole section on why so many people are supporting the SNP. You know, quite, you know, traditional conservative people. I have friends of mine over here on the bus saying, when they're asked by a friend, who are you going to vote for? And they say SNP. And the friend says, well, the SNP isn't standing. And they say, well, you know, I'm a Republican. I want to support somebody like the SNP. The Labour Party has just become a PR sort of machine. So the question I want to ask, but I've probably not got much time, so I'll just do headlines, is really, you know, how is it? Because I just think we need to understand this in order to look at strategy. You know, what are the conditions? What is it that's meant that, in a way, a country where there has been, without denigrating the German labour movement, but I think the British labour movement, as partly emerging in the country that was one of the first to industrialise, the sort of heart of the Industrial Revolution, you know, was one of the strongest, at least organisationally, in the workplace. I mean, very, you know, there's a lot of links and a lot of mutual inspiration between the German and the British labour movement. But it was a strong, economically, very strong labour movement, with a party that, you know, had mass support, you know, didn't have the sort of culture of the SPD, but, you know, did have a sort of real base. How is it that the country of that kind of movement has also been the country where you've got neoliberalism at its most extreme, you know, a kind of where neoliberalism is in the vanguard. Britain is the sort of vanguard of neoliberalism. So I want to just very quickly, with headlines really, saying what are the fundamental flaws or foundational flaws of social democracy that enabled austerity and neoliberalism to take root in Britain? In other words, how did they get away with it, put it that way? So pointing for the next session to how we reverse those conditions and how we don't simply talk about returning to social democracy and the welfare state and the 45, you know, revolution, etc., but how do we build what are the new foundations that we need to build? So my headlines are, the first kind of fundamental foundational problem was the fact that in the end, social democracy was a strategy of redistribution of wealth created by capital, by private capital, so that, and the redistribution was in a way limited by what was possible in conditions of the reproduction of capital, of private capital, so that Labour, I'm generalising now from Britain, from the Labour Party, it never had its own sense of economic agency, its own sense of, or its own theory and conception of an economic agent of the production of wealth. So it was completely dependent on capital. It would leave capital alone to make the wealth, that it would then be
you know, attempting to redistribute within limits that kept a healthy workforce, an educated workforce, etc., and good infrastructure for capital, but didn't in any way intrude into or undermine the levels of private profit. And this also pointed to a kind of absence that it meant that it had at its base the real producers of wealth, you know, the working class. But it never saw the working class as kind of knowing, intelligent, active producers. It saw the labour movement as a source of funds, a source of support, a sort of institutional sort of ballast, but never an active economic agent. You know, so it divided, had a very clear division between politics and economics, politics and industrial policy. And there were exceptions, in a way, the exceptions, which I'll talk more about in the debate, were ones that give you a glimpse of an alternative, like Tony Benn, you'll have heard of, sadly died earlier this year. But, you know, he did the opposite. He really tried to build close relations with working class people, particularly in production, and supported their alternatives. But he was completely marginalised, treated as if he was mad and, you know, all these kinds of things. So that's one flaw. So we have to think when we talk strategically about how do we, and this is where the Greek experience is really important, refuse that connection between economics and politics and rebuild a sense of the working class movement as an economic agent. But I'll go on to that later. And then the second factor is the weak notion of democracy, the reliance of social democracy on representative democracy to deliver its social programs. So it meant a very paternalistic view of the welfare state and the delivery of housing, health, education, and so on. The end result of which is that people are not, they don't feel a real allegiance. They weren't involved in those institutions. They didn't build them, they weren't consulted. There's quite an alienation, like housing. You know, people feel quite hostile to council, municipal housing, because you can't choose how to paint your door and all this kind of thing. And so Thatcher was able to, you know, get some resonance from her privatisation. So privatisation had a kind of resonance. And again, the exception that proves the rule is the NHS. It's proving Thatcher really wanted to privatise the NHS, but couldn't. And that's because without a political strategy, the just very nature of healthcare, you know, the relationship between the patient and the nurse or the doctor meant that workers, frontline workers, were involved daily. You know, now with the cuts, what's happening is that basically the health service is kept alive by nurses and doctors, particularly nurses, commitment to the patients. So there is a relationship. Patients are listened to. I mean, not always, but there is this sort of relationship, which has meant people feel some ownership, some popular ownership of the NHS. So this points to the importance of a participatory approach to democracy, which we'll come to. But I'll just say, finally, the thing I hadn't mentioned that it also is a feature of the election is the role of the right, is the role of UKIP. And in these debates, you know, Farage, he's very unpopular. He's so unpopular in these election debates where the audience is picked by random, you know, it's meant to be representative. And everybody's cheering the left and booing Farage, who treats every problem as to be solved through cutting immigration, you know, through ending immigration, through criminalising immigrants. And the audience was booing, and Farage was saying, this is a left-wing audience, left-wing BBC, you know. I mean, that's an extreme position for a politician to start attacking the audience. That implies a real sort of sense of panic. But that whole sort of anti-immigration position by UKIP has been a kind of constant pressure on both Cameron and Miliband to kind of tack to the right, to move to the right, to also be anti-immigrant. So Cameron, for example, has been saying, you know, the Royal Navy, you know, I must end, but just to give you an idea of the atmosphere, you know, in response to the refugee scandal, human outrage, you know, he's been saying, you know, the British Navy, you know, will come and rescue them. But then he says, but no refugee will be brought to Britain. So, you know, where will they
you know, what that's typical, you know, like sort of, yeah, we got to look noble, but not in any way, you know, feed into Farage's sort of attack. So I better end there, but I'm longing to come back on the discussion about strategy. So thanks. Well, just one final, just to apologise for not speaking German, but I speak a little bit, and over a beer I can be a bit more fluent, so we can talk over a beer. Hilary, vielen Dank. Ja, wir haben also jetzt zwei sehr unterschiedliche Ländercases gerade gehört. Wie reagiert jetzt darauf eigentlich das Europäische Parlament, in dem du ja der GUE-NGL, der Linksfraktion angehörst, Fabio? Wir haben auf der einen Seite eine gestärkte Linke, die immerhin also bei den Europawahlen von über 12 Millionen Menschen gewählt worden ist. Das macht ungefähr 7%, macht aber gleichermaßen deutlich, dass es noch nicht die Mehrheit ist. Wir haben auf der anderen Seite auch eine gewachsene populistische, rechtspopulistische, aber auch extreme Rechte. Unter diesem Druck, wie reagiert da das Parlament und welche Möglichkeit siehst du für die Linke? Ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als Hillary von Ed Cameron erzählte und dass er den Kontakt mit der Bevölkerung scheut und sich deswegen mit kleinen Kindern trifft. Also ich weiß nicht, wie die kleinen Kinder in Großbritannien drauf sind, aber meinen Sohn zu treffen zumindest erfordert für Ed Cameron wahrscheinlich ein bisschen Mut. Ich schicke den, glaube ich, mal vorbei. Aber anderes Thema. Das Europäische Parlament, ja, wie reagiert es? Also du hast ja erwähnt, 12 Millionen Menschen haben linke Parteien gewählt bei der Europawahl, aber eine Mehrheit der Menschen hat überhaupt nicht gewählt bei der Europawahl. Und das ist ja sozusagen schon Ausdruck der tiefen demokratischen Krise, die wir in Europa haben. Und ich glaube, dass eben der Aufstieg rechter Parteien, ob das nun in Frankreich oder Großbritannien ist, auch mit einem Problem zu tun hat, das ein strukturelles Problem für die Linke ist, das mit dem Versagen der Sozialdemokratie in Europa zu tun hat. Es ist nämlich so, dass Wähler, ich sag mal bürgerlicher Parteien, wenn die enttäuscht werden, die verfügen ja meistens über gewisse Ressourcen, also materiellen Wohlstand oder was auch immer, suchen die sich einen neuen Ansprechpartner. Die Wählerinnen und Wähler, die aber, wie das die SPD früher mal formuliert hat, eine soziale Schutzmacht brauchen, wenn die einmal enttäuscht werden, wenden die sich unter Umständen dauerhaft ab. Und das führt eben dazu, dass gerade die Leute, die am stärksten einen politischen Wechsel brauchen, sich an Wahlen nicht mehr beteiligen. Und das verschafft der Rechten eben eine strukturelle Stärke. Und das ist unser Problem. Und deswegen, glaube ich, ist es vor allem wichtig, ob das nun auf der Ebene des Europäischen Parlaments ist oder hier in Deutschland, uns die Frage zu stellen, wie wir genau diese Menschen wieder erreichen. Denn der große Widerspruch ist ja, dass permanent sozusagen gegen die Interessen einer Bevölkerungsmehrheit regiert wird, ja nicht nur in Griechenland von der alten Regierung, sondern eben auch hier in Deutschland, aber diese Mehrheit sich keine Stimme verschafft. Und im Europäischen Parlament, nun ja, mit dem Europäischen Parlament ist es so eine Sache. Ich glaube, da kommen drei Sachen zusammen. Erstens haben wir bisher keine europäische Öffentlichkeit. Das heißt, ich beschreibe das mal mit dem Beispiel, es ist eben schwer für die Leute, um zu demonstrieren, sich jedes Mal eine Zugfahrkarte nach Brüssel zu kaufen. Und ich habe deswegen ja mal den Vorschlag gemacht im Europawahlkampf, wenn wir europäische Öffentlichkeit schaffen wollen, da muss man jetzt gar nicht besonders revolutionär sein, sondern auf der Ebene des Parlaments wäre es doch mal ein interessanter Vorschlag, dass wir dafür sorgen, dass zum Beispiel im Bundestag auf dem Ticket einer Fraktion wie der Linken, wenn zum Beispiel über den EU-Gipfel berichtet wird, mal ein Vertreter einer griechischen Fraktion, ein Abgeordneter eines anderen nationalen Parlaments antworten darf, Frau Merkel. Das gäbe mal eine echte europäische Debatte und dann könnten unsere griechischen Genossen und Genossen der deutschen Öffentlichkeit zur Kernzeit, wenn das übertragen wird im Fernsehen, das Europäische Parlament wird ja nie übertragen, eben mal erklären, dass sozusagen mit der Griechenrettung nicht die griechische Krankenschwester oder eben die irische Lehrerin oder sonst wer, sondern
vor allem deutsche und französische Banken gerettet wurden, also das, was Yanis Varoufakis auch versucht, jeden Tag in der Öffentlichkeit zu erzählen. Das ist der erste Punkt, die Öffentlichkeit. Der zweite ist die Macht. Wir haben eben Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament, die sich nicht stark unterscheiden vom Deutschen Bundestag. Wir haben nämlich faktisch eine große Koalition. Wir haben keine europäische Regierung, die in irgendeiner Form gewählt wird. Im Übrigen wählt auch nicht das Europäische Parlament die Kommission, auch wenn die Abgeordneten sich das gerne einreden, sondern wir kriegen einen Vorschlag von den Staats- und Regierungschefs. Und das ist dann so ein bisschen wie in dem Mafia-Film Der Pate mit Marlon Brando. Sie machen uns ein Angebot, was wir nicht ablehnen können. Und es gibt dann sozusagen immer dieses ganze Affentheater. Ein EU-Kommissar muss immer durchfallen, damit man so das Gefühl hatte, man hatte auch noch was zu entscheiden. Und wir haben jetzt sagen den Regierungschef einer Steueroase, den ehemaligen Regierungschef einer Steueroase, der ist EU-Kommissionspräsident. Wir haben einen ehemaligen britischen Finanzlobbyisten, Jonathan Hill, der ist zuständig für die Aufsicht und Regulierung der Finanzmärkte. Und wir haben einen ehemaligen Öltycoon, der ist zuständig für die Umwelt. Aber gut, geschenkt. Und das Problem, das wir eben im Europäischen Parlament haben, ist, und dann komme ich auch zu dem Aspekt Griechenlands, dass die Sozialdemokratie noch nicht verstanden hat, dass die ganze Politik, die wir seit der Eurokrise erleben, nicht nur ein Programm ist zur Zerstörung von Volkswirtschaften, sondern ein Programm zur Zerstörung der Sozialdemokratie. Denn die PASOK ist in Griechenland tot. In Frankreich sieht das ähnlich aus. Also ich glaube nicht, dass Hollande nochmal besonders in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und wir haben in Deutschland eine SPD, die permanent den Vizekanzler stellen möchte. Und in vielen anderen Ländern ähnliche Entwicklungen. Und wenn Renzi in Italien nicht liefert, dann weiß ich auch nicht, was die Entwicklung dort sein wird. Es gibt viele sozialdemokratische Abgeordnete aus Südeuropa, die sagen, das ist die Kommission der letzten Chance. Und die mit dramatischen Worten, also wir kennen ja die Wahlergebnisse in zwei europäischen Kernstaaten, das ist ja nicht irgendwo in Buxtehude, sondern Großbritannien und Frankreich, die diese Dramatik sozusagen erfasst haben, aber die sozusagen unter so einer Art Schockstarre stehen, denn immer wenn es drauf ankommt, dann eben auch ihre Macht unter Umständen auszuspielen, bewegen sie sich nicht. Und ich will das an ein paar Themen deutlich machen und das ist dann auch die Verbindung zu Griechenland. Das Europäische Parlament hat zum Beispiel einen Bericht verabschiedet, in dem drin steht, die Troika ist illegal. Sie ist nämlich sozusagen mit dem EU-Recht als Institution nicht vereinbar. Als die griechische Regierung das sogar, ich finde, höflicher formuliert hat, hat Martin Schulz gesagt, er müsse jetzt mal mit Herrn Tsipras ordentlich Tacheles reden. Seine Aufgabe als Präsident des Europäischen Parlaments wäre, mit der Troika Tacheles zu reden, weil dieses Parlament beschlossen hat, sie ist illegal. Man darf da jetzt auch nicht die Erwartung so hoch hängen. Was die damit meinen, ist nicht, dass die Troika-Politik illegal ist oder falsch ist, sondern sie meinen, dass die Institution, das hat auch Juncker ähnlich formuliert, nicht demokratisch legitimiert ist. Aber es gibt keine Mehrheit im Europäischen Parlament, die dann bereit wäre, wenn man A sagt, soll man ja bekanntlich auch B sagen, zum Beispiel vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen, was Minderheiten im Europäischen Parlament nicht tun können. Wir haben keine vergleichbaren Minderheitenrechte, um das eben auch nochmal förmlich feststellen zu lassen. Und das zieht sich bei vielen Themen so durch. Selbst, ich sag mal, ganz langweilige Ökonomen in Deutschland sagen mittlerweile, wir haben ein Problem, weil die Investitionen dramatisch eingebrochen sind in Europa. Weil wir selbst in Deutschland eine riesen Investitionslücke haben von über 1 Billion Euro. Dieses Problem ist angekommen in der Debatte im Europäischen Parlament. Also was macht man? Man beschließt einen sogenannten Juncker-Plan. Und das war eben das zentrale Versprechen an die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Das ist so ein bisschen, Herr Schulz und Herr Juncker haben sich aneinander gekettet. Das haben wir erlebt, auch bei den Enthüllungen um Luxemburg-Leaks, um Steuerhinterziehung.
die haben sich aneinander gekettet mit ihrem Schicksal. Wenn der eine absäuft, dann säuft der andere auch ab. Und sie brauchen aber irgend so ein kleines After-Aid, so ein Geschenk von Herrn Juncker, damit sie ihr Gesicht wahren können, denn sie haben ja nichts in der Hand. Sie stimmen ja sozusagen die ganze Zeit mit den Konservativen, und dann hat man ihnen versprochen, wir machen ein Investitionspaket. Was auch für Griechenland sehr wichtig wäre, dort sind die Investitionen seit der Krise um 60% eingebrochen. Auch die privaten. Also diese Erzählung, man würde sozusagen mit der Memorandumpolitik für wirtschaftliche Belebung sorgen, ist ja sozusagen ein schlechter Witz. Also wir kennen ja alle die Zahlen. Und sie beschließen den Juncker-Plan, der im Prinzip vorsieht, dass man so ein paar öffentliche Bürgschaften vergibt für private Investoren, die sich dann daran beteiligen können und so eine Art Public-Private Partnerships macht. Und das begründet man damit, wir haben kein Geld. Aber diese Public-Private Partnerships sind immer teurer für den Steuerzahler, weil ich sag mal, wenn eine Versicherung in eine Autobahn investiert, dann will die natürlich auch eine Rendite sehen, und die muss der Steuerzahler, für die muss er dann bürgen. Und es gibt große Zweifel an diesem Juncker-Plan, aber das wird eben gemacht, und mir haben sozialdemokratische Kollegen hinter verschlossenen Türen erzählt, wir finden das auch einen schlechten Witz, aber wir müssen uns das jetzt ein bisschen schönreden, denn wir haben ja nichts anderes von Herrn Juncker bekommen. Und wenn wir das jetzt nicht irgendwie abfeiern, dann haben wir, sagen, Problem. Also nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, das zentrale Projekt der EU-Kommission, wo man sich quasi abspeisen lässt. Und damit will ich zu dem letzten Punkt kommen. Ich habe gesagt, wir haben keine europäische Öffentlichkeit, wir haben schwierige Machtverhältnisse im Europäischen Parlament, und drittens, wir haben natürlich auch gewisse Institutionen, die sich auch nicht einfach so ohne weiteres verändern lassen, weil man sie mit einem Wahlergebnis konfrontiert. Und ich glaube, es gibt Lösungen drumherum. Aber ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass man auch, wenn man über Europa nachdenkt, verstehen muss, wo Europa herkommt. Und ich will gar nicht so weit zurückgehen. Als der Euro eingeführt wurde, zum Beispiel, hat die Bundesregierung und auch die Bundesbank das im Prinzip erst befürwortet, also den Weg zum Euro, als sie das moderate keynesianische Experiment in Frankreich, also die Binnenwirtschaft stärker zu beleben, abgewürgt hatten. Erst danach waren sie bereit, überhaupt den Euro zu akzeptieren. Und der Euro wurde dann eben, wie wir wissen, unter bestimmten Vorzeichen konstruiert, eben unter deutschen Vorzeichen oder den Vorzeichen, die sozusagen gewünscht waren von den politischen Eliten in Deutschland. Und genau mit diesem Problem haben wir, sagen, immer zu tun, wenn wir im Europäischen Parlament sagen, ja, warum machen wir denn nicht zum Beispiel jetzt ein öffentliches Investitionsprogramm? Wir haben so viel Liquidität auf den Finanzmärkten, die nicht weiß, wo sie hin soll. Sozusagen, wir können denen helfen, den ganzen Investoren, dass sie zum Beispiel jetzt massiv öffentliche Infrastruktur, also dass man zum Beispiel Anleihen begibt, damit investiert wird, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen oder ähnliches. Und das geht eben nicht, weil wir zum Beispiel den sogenannten Stabilitäts- und Wachstumspakt haben, der, wenn man investiert, zählt das auch zur Verschuldung, obwohl man Vermögenswerte für zukünftige Generationen schafft. Und das ist so ein bisschen wie, wenn ich mit einem Kredit ein Haus finanziere und die ganze Kreditsumme in einem Jahr angerechnet wird. So funktioniert das beim Stabilitäts- und Wachstumspakt. Es gibt ganz viele im Europäischen Parlament, die sagen, das ist eigentlich bescheuert. Wir müssen den reformieren zumindest, um zumindest die öffentlichen Investitionen nicht mehr unter die Verschuldung zu zählen. Aber dann kommen sozusagen die Sozialdemokraten mit traurigem Gesicht und sagen, ja, daran können wir ja nichts ändern. Und das stimmt ja auch, daran können wir kurzfristig nichts ändern. Es gibt Wege drumherum, das ist jetzt zu technisch. Über die Europäische Investitionsbank will ich gar nicht viel dazu sagen. Ich will nur sagen, diese Institutionen, wie die Ökonomen oft sagen, Institutions matter, die haben natürlich auch eine Rolle. Und wenn man weiß, dass Deutschland Frankreich damals versucht hat, in die Knie zu zwingen, 1982, als Frankreich noch ein großer politischer Faktor in Europa war, darf man eben nicht erwarten,
dass sie mit Griechenland jetzt besonders freundlich umgehen werden, die auch noch in einer verdammt schwierigen Situation sind, mit dem Rücken zur Wand stehen und 2% des EU-BIPs ausmachen. Und jetzt ist eben die Frage, wie weit pokert die Bundesregierung, wie weit pokern die Eliten in Europa? Also sind sie bereit, Griechenland über den Jordan gehen zu lassen? Oder sagen sie, wie zum Beispiel die Amerikaner, die ein bisschen Ruhe in Europa haben wollen und das und auch unter außenpolitischen Gesichtspunkten kritischer sehen, nein, wir sind nicht bereit. Und ich bin eben davon überzeugt, die Bundesregierung ist sehr bereit, dies zu tun. Und wir können dies im Europäischen Parlament natürlich derzeit nicht verändern. Und damit komme ich zum Schluss. Wir können im Europäischen Parlament, wir können versuchen, das als Bühne zu nutzen, um diese Politik zu skandalisieren. Und ich will da nur eine Bemerkung machen. Die kompletten Notmaßnahmen der griechischen Regierung zur Bekämpfung der humanitären Krise, also die Stromversorgung der 300.000 ärmsten Haushalte etc., kostet über die Legislaturperiode gerechnet meines Wissens 1,8 Milliarden Euro. Über die Legislaturperiode gerechnet. Allein der Gewinn der Europäischen Zentralbank aus den Geschäften mit griechischen Staatsanleihen beträgt 1,9 Milliarden Euro. Geld, das Griechenland eigentlich zusteht. Das heißt, es ist ganz klar, dass das Machtfragen sind. Man möchte natürlich das griechische Volk in die Knie zwingen, weil man Angst hat, dass dann die Portugiesen aufwachen, die Spanier aufwachen, die Iren aufwachen und sagen, wir lassen uns diesen Scheiß nicht mehr bieten, wir brauchen das nicht. Und das ist sozusagen das zentrale Problem, dass Griechenland momentan in diesen Würgegriff genommen wird. Und unsere Aufgabe im Europäischen Parlament ist es, und damit mein letzter Satz, ist es eine ganz einfache Geschichte meines Erachtens zu erzählen. Die griechische Regierung, auch Yanis Varoufakis sagt das ja selbst, sagt, nein, die Deutschen haben bereits zu viel gezahlt. Gezahlt wurde noch gar nicht, sind Kredite und Bürgschaften, kann man jetzt ins Detail gehen, aber er hat im Prinzip damit gemeint, es war eben falsch, damals, gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, auch unter linken Ökonomen, die deutschen und französischen Banken zu retten über die Griechenlandrettung und diese Schulden dem griechischen Volk aufzubürden. Und nun ist es so, dass man im Prinzip neue Kredite vergibt, um alte Schulden zu bezahlen. Und man sozusagen sagt einem Freund, der seinen Job verloren hat oder das Einkommen ist runtergegangen, schaff dir doch eine Kreditkarte an. Und es ist sehr einfach zu verstehen, dass das nicht funktionieren kann und dass wir deswegen eine Neuregelung der Schulden brauchen. Und dass es eben nicht im Interesse auch der Steuerzahlerin in Deutschland ist, die Griechen immer weiter in die Depression zu führen, denn Schulden kann man nur bedienen, wenn man Einkommen erwirtschaftet. Und das ist die Aufgabe, die wir zu erzählen haben hier in Deutschland. Und ich gebe mir Mühe, dass wir das auch im Europäischen Parlament erzählen. Aber ich will sozusagen die Hoffnung dämpfen, dass vom Europäischen Parlament irgendein nennenswerter Impuls ausgehen würde, an dieser Situation etwas zu verändern. Steffen, nun ist es ja so, dass die Intellektuellen noch weniger Macht haben als die Politiker. Das heißt, die Darstellung der Optionen der Linken ist wahrscheinlich möglicherweise noch schwieriger. Aber vielleicht kannst du doch noch mal nach dem, was du jetzt gehört hast, uns einen Kommentar geben. Die sogenannte Krisenbekämpfungspolitik, die im Jahre 2010 eingeleitet wurde, bedeutet im Grunde, dass zwei Glaubenssätze institutionalisiert werden und im Grunde sogar konstitutionalisiert werden. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad... Oh, okay. Ja, das hatte ich befürchtet. Ja, danke. Also, ich sage es nochmal. Die sogenannte Krisenbekämpfungspolitik, die 2010 eingeleitet worden ist in der EU und insbesondere in der Eurozone, bedeutet, dass zwei Glaubenssätze institutionalisiert werden, beziehungsweise teilweise sogar konstitutionalisiert werden. Das heißt, bis zu einem gewissen Grade wird ihnen Verfassungsrang eingeräumt. Der erste Glaubenssatz lautet,
Der Abbau von Staatsschulden ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass private Haushalte und private Unternehmen und insbesondere private Investoren an den Finanzmärkten Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung des betreffenden Landes gewinnen oder wiedergewinnen. Vertrauen der Märkte durch Abbau der Staatsschulden. Der zweite Glaubenssatz lautet, die Senkung der Arbeitskosten ist der Schlüssel zur Erhöhung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit und damit auch der Schlüssel für das wirtschaftliche Wachstum und das Wachstum von Beschäftigung. Und ich sage deswegen Glaubenssätze, weil man daran glauben muss. Der erste Glaubenssatz bedeutet nichts anderes als das, wie wir alle wissen, einfach ausgeblendet wird, dass das Emporschnellen der Staatsschulden seit dem Jahre 2008 eine Folge der Krise war und nicht die Ursache der Krise war. Und wenn jetzt gesagt wird, die Senkung der Staatsschulden ist die Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung, wird die Folge zur Ursache erklärt oder das Opfer zum Täter. Der zweite Glaubenssatz bedeutet, dass völlig ausgeblendet wird, dass internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft grundsätzlich auf der Wertschöpfung und der Wertschöpfungsbasis dieser Volkswirtschaft beruht. Das heißt, man muss Produkte haben, die anzubieten sind im eigenen Land und im Ausland und die so attraktiv sind, dass sie auch gekauft werden. Und sie werden nicht allein oder in erster Linie durch den Preis attraktiv, mit der wichtigen Ausnahme von Fleischkonserven, bei denen nur wichtig ist, dass da kein Pferdefleisch drin ist, zumindest in Deutschland. Aber die müssen möglichst billig sein. Was wir also erleben, ist, dass eine Politik eingeschlagen worden ist, die auf diesen Glaubenssätzen beruht und mithilfe dieser Glaubenssätze, die auch fest eingeschrieben sind in die ganze mediale Öffentlichkeit in Deutschland und in einigen anderen Ländern auch, aber ich denke, es ist nirgends so schlimm wie in Deutschland, dass mithilfe dieser Glaubenssätze das neoliberale Projekt beschleunigt und verschärft worden ist, das im Jahre 2008 krachend gescheitert war. Also das neoliberale Projekt, bei dem sich alles darum dreht, der Markt regelt alles am besten. Und indem das neoliberale Projekt beschleunigt wird auf der Basis dieser beiden Glaubenssätze, wird das Fiasko von 2008, 2009 noch weiter verschlimmert und noch weiter vertieft. Und selbst wenn es, mit Ausnahme von Griechenland bis jetzt, selbst in den sogenannten Krisenländern wie Portugal und Spanien und Irland sowieso, wieder Ansätze von Wachstum gibt, bedeutet es ja nicht, dass dies die Basis einer wirtschaftlichen Zukunft wäre, sondern es ist ein Wachstum, das erzielt worden ist durch das Befolgen dieser Glaubenssätze. Ich nenne es einmal so, die Krise wurde vertieft und damit verlängert und die Verarmung wurde so weit vorangetrieben, dass man auf dieser Basis die Leistungsbilanz wieder ausgleichen kann und ein gewisses wirtschaftliches Wachstum ermöglicht. Ich nenne das Aufschwung durch Verarmung. Und Griechenland ist noch nicht ganz so weit. Selbst bei einem Aufschwung wird keines der Probleme, die betreffenden Länder und die europäische Wirtschaft in diese tiefe Krise gestürzt haben, gelöst. Keines der Probleme wird dadurch gelöst. Und deswegen hat der amerikanische Ökonom, Nobelpreisträger Joseph Stiglitz völlig recht, wenn er sagt, Europa droht ein weiteres verlorenes Jahrzehnt. Die politische Gefahr, die damit verbunden ist, will ich so zusammenfassen, es wird eine Art der europäischen Integration betrieben, die Europa spaltet. Die Armen werden ärmer, also ich rede jetzt von den Ländern, Bevölkerung dieser Länder, die Armen werden ärmer, die Starken werden stärker. Und das Gefährliche daran ist, dass die sozialen Gegensätze, die es in Europa gibt und jedem einzelnen der europäischen Länder, dass diese sozialen Gegensätze uminterpretiert werden in Gegensätze zwischen den Ländern, die faulen Griechen als das Standardbeispiel, was immer gebracht wird von dieser boykottwürdigen angeblichen Zeitung. Die
sozialen Gegensätze werden in nationale Gegensätze, in Gegensätze zwischen den Ländern uminterpretiert. Und das bietet die Basis für den Erfolg der rechten, rechtsradikalen oder sogenannten rechtspopulistischen Parteien. Es ist eine Desavouierung der europäischen Einigung, die gegenwärtig betrieben wird. Mit dem Ergebnis dieser Rechtsgefahr. Und die Bedeutung Griechenlands in diesem Zusammenhang aus meiner Sicht ist folgende, und da kann ich nur bekräftigen, was Georgos gerade gesagt hat. Es ist der erste Versuch in Europa, von dem durch die Krise am schlimmsten gebeutelten Land und die Krisenbekämpfung vor allen Dingen am schlimmsten gebeutelten Land, Schritte in Richtung einer Politik zu machen, die sich der Fortsetzung dieses Austeritäts, also dieses Kürzungen, Deregulierungs- und Sozialabbauprogramms verweigert und letztlich Spielraum bekommen will für den Aufbau, einen neuen wirtschaftlichen Aufbau, Spielraum gewinnen will für das Einschlagen eines neuen wirtschaftlichen und sozialen und ökologischen Entwicklungsweges. Das ist der Kern des Konflikts mit den Eliten, die diesen neoliberalen Glaubenssätzen folgen. Und das ist auch so, das sehe ich genauso wie Fabio, die griechische Regierung steht natürlich dabei mit dem Rücken zur Wand und die Eliten in Europa haben sich wirklich vorgenommen, ein Exempel zu statuieren, natürlich angeführt durch Schäuble, das ist klar. Merkel ist da diplomatischer und Juncker nochmal diplomatischer und das halte ich sogar für sehr wichtig. Da kommt es auf jeden Millimeter an, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Vielleicht ein Stichwort zur Sozialdemokratie, weil es Fabio angesprochen hat. Ich sehe das auch als eine Art erneutes Selbstmordprogramm der Sozialdemokratie auf europäischer, aber insbesondere auch auf deutscher Ebene, das da gegenwärtig betrieben wird. Also auf deutscher Ebene kein Selbstmordprogramm, sondern ein sozusagen, wir bleiben in unserem 25%-Ressort. Aber natürlich Griechenland, das ist das deutlichste Beispiel. Spanien ist nicht ganz so dramatisch in Griechenland, die Griechenland geht aber in dieselbe Richtung, dieser Niedergang, der dramatische Niedergang der PSOE in Spanien, Hand in Hand mit dem Niedergang der rechten Partei. Und ich erwähne es nur deswegen, weil es gibt eine Ausnahme in Europa, eine Ausnahme von dieser Regel, also dem Selbstmordprogramm der Sozialdemokratie, die gewissermaßen dem Merkel-Schäuble-Kurs, also vor allem Schäuble-Kurs, dicht auf den Fersen ist und manchmal habe ich das Gefühl, Gabriel und Oppermann wollen Merkel rechts überholen. Es gibt eine Ausnahme in Europa, Portugal. Warum? Was passiert da? In Portugal hat die Sozialistische Partei 2010 ebenso wie in anderen Ländern dem ersten Troika-Programm zugestimmt. Ist daraufhin abgewählt worden, durch eine rechte Partei ersetzt worden, die vorher versprochen hat, natürlich, dass sie das Troika-Programm auch akzeptiert. Unter der Voraussetzung wurde es damals abgeschlossen. Die hätten also auch gar nicht zu wählen brauchen. Und es gab eine Minderheit in der Sozialistischen Partei Portugals, die das kritisiert hat, angeführt von dem Bürgermeister von Lissabon. Nach der Wahlniederlage von 2010 ist er zum Parteivorsitzenden gewählt worden und der politische Kurs, der Mehrheitskurs der Sozialistischen Partei Portugals ist geändert worden, mit dem Ergebnis, dass das Bündnis links von der Sozialistischen Partei so stark oder schwach, wie man will, geblieben ist, wie es vorher war, und die Anti-Austeritätsstimmung in Portugal, in großen Teilen der Bevölkerung, der Sozialistischen Partei zugutekommt. Das heißt, die Einzigen, die gesagt haben, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht. Und wir wollen es anders machen in Zukunft. Die profitieren politisch davon. Wie glaubwürdig das ist, weiß ich nicht. Aber ich möchte nur sagen, es gibt Alternativen zum Selbstmord. Ob aus dieser Situation die Linke im engeren Sinne in Deutschland und geschweige denn in Europa für sich den Schluss zieht, dass diese europäische Auseinandersetzung, ausgelöst durch den Konflikt um Griechenland, Top-Priorität ist, wie man auf Neudeutsch sagt, kann ich als Außenstehender, als Nichtparteimitglied nicht beurteilen, um es höflich auszudrücken. Ich kann nur sagen, dass wir in Deutschland, und zwar die Linke jetzt im weiteren Sinne, die Hauptverantwortung dafür tragen, dass die Griechen die Luft zum Atmen bekommen. Die Hauptverantwortung. So, ich kämpfe genauso mit den 10 Minuten wie andere vor mir.
nicht gegen die 10 Minuten. Ich habe die, glaube ich, schon besiegt, die 10 Minuten, oder? So, was? Ja, genau. So, worauf kommt es jetzt an? Ich finde, der allerwichtigste Gedanke, den wir versuchen müssen, in der deutschen Öffentlichkeit überall, im weitesten Sinne, mit allen, mit denen wir reden und diskutieren über dieses Thema. Und ich rede jetzt nicht von den Potenzialen einer Partei. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich bin da nicht Mitglied und ich weiß auch nicht, ob ich mich da durchsetzen könnte in dieser Frage. Kannst du Mitglied werden, ne? Ja, ich war schon mal Mitglied einer vergleichbaren Partei und mir reicht's. Aber egal, kein Streit darüber. Déjà-vu, kann ich da nur sagen. Der wichtigste Gedanken, den wir, glaube ich, verbreiten müssen, ist folgender. Solidarität mit Griechenland, mit der neuen griechischen Regierung, mit der griechischen Bevölkerung, ist Solidarität im eigenen Interesse. In unserem eigenen Interesse. Ich will nicht in Abrede stellen, wie wichtig es ist, auf der Basis von Mitleid und Mitgefühl für Solidarität zu werben. Es ist total wichtig. Wenn ich die Leute sehe, die armen Leute sehe, die in eine dieser selbstorganisierten Sozialkliniken gehen, weil sie keinen Anspruch mehr auf öffentliche Gesundheitsversorgung haben, dann habe ich natürlich Mitleid. Und ich finde es bewundernswürdig, weil es dort an Solidaritätsinitiativen gibt. All das ist wahr. Solidarität basiert immer auch auf Empathie, auf Mitgefühl. Aber sie gewinnt nur breiten Wirkung, und zwar dauerhaft, wenn sie auf eigenem Interesse beruht. Und das allereinfachste eigene Interesse ist folgendes. Und ich sage es jetzt mal so, wie ich es im Bundestag sagen würde, wenn ich da drin wäre. Wir Deutschen werden keinen Euro, den wir direkt oder indirekt an Griechenland verliehen haben, jemals wiedersehen und zurückbekommen, wenn wir verhindern, dass Syriza erfolgreich ist. Der Erfolg von Syriza ist die einzige Chance, die Gelder, die aus Deutschland, unter anderem von Deutschland, aber in erster Linie aus Deutschland, weil Deutschland ist die größte europäische Volkswirtschaft, die in erster Linie aus Deutschland direkt und indirekt nach Griechenland als Kredite geflossen sind. Der Erfolg von Syriza ist die Voraussetzung dafür, dass man zumindest einen Teil davon wieder sieht und nicht alles abschreiben muss. Das ist der allereinfachste Gedanke. So, wenn es meinem Nachbarn schlecht geht und ich ihm Geld borge, dann habe ich ein Interesse daran, dass er sich wirtschaftlich erholt, damit ich mein Geld wiedersehe. So einfach ist es. Die Möglichkeiten dazu, sich zu engagieren, gibt es. Übrigens auch in Berlin habe ich jetzt gestern Abend gelernt. Es gibt also hier sowieso schon, glaube ich, seit längerer Zeit eine Griechenland-Solidaritätsinitiative in Berlin. Die meisten von euch sind wahrscheinlich aus Berlin, deswegen sage ich das. Dann gibt es neuerdings eine tolle Initiative, ich finde jedenfalls toll, von so Grünen und linken Sozialdemokraten und Parteilosen, die heißt Respekt für Griechenland. Ich finde auch den Titel gut, Respekt für Griechenland, eine Initiative. Guckt euch das an, die Internetseite heißt auch so, respektfürgriechenland.de. Es gab direkt Anfang Februar einen Aufruf, den unter anderem alle deutschen Gewerkschaftsvorsitzenden unterschrieben haben unter dem Titel Griechenland nach der Wahl, keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa. Erreichbar unter der Internetseite europaneubegründen.de. Und in diesem Aufruf steht Folgendes drin. Die neue griechische wirkliche Strukturreformen machen ernst mit der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Wirkliche Strukturreformen, also da geht es immer darum, was Reformen genannt wird, sind gar keine Reformen, sondern wir sagen jetzt, was wirkliche Reformen wären. Wirkliche Strukturreformen bekämpfen Klientelpolitik und Korruption bei öffentlichen Aufträgen. Die neue griechische Regierung ist herausgefordert, ihre eigenen Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte vorzulegen, die Teil eines europäischen Investitionsplans werden müssen, wie er seit langem von den Gewerkschaften gefordert wird. Und dieser Gedanke ist absolut zentral, und da kann ich an Hillary anknüpfen. Es geht darum, natürlich über den Juncker-Plan hinauszugehen, ein europäischer Investitionsplan im Sinne, wie die Gewerkschaften ihn seit längerer Zeit fordern, die deutschen und auch die europäischen Gewerkschaften, geht natürlich deutlich über das hinaus, was jetzt im Juncker-Plan vorgesehen ist, aber man muss doch mal eins ganz nüchtern sehen. Selbst dieser minimalistische Juncker-Plan hat es noch nicht geschafft, die Investitionsprojekte aus den Ländern herauszuprovozieren, will ich mal sagen, aus den EU-Ländern. Solche Investitionsprojekte, die dazu dienen würden,
neue wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklungswege in diesen Ländern zu ermöglichen. Das trifft auf Griechenland zu, das trifft auf Spanien zu, das trifft auf Frankreich zu und das trifft auch auf Deutschland zu. Das Problem ist, wir können, wie es die Gewerkschaften machen, europäische Investitionspläne fordern und Programme fordern. Richtig, absolut richtig und unabdingbar. Aber wir müssen selber überlegen, was in unserem Land geändert werden muss und worin investiert werden muss, damit die sozialen und wirtschaftlichen Probleme in unseren jeweiligen Ländern gelöst werden können. Zumindest ansatzweise. Und diese Herausforderung bedeutet, dass Initiativen auf nationaler Ebene entwickelt werden müssen als Basis für die Neuorientierung und dringend erforderliche Neuorientierung auf europäischer Ebene. Nur auf Europa zu gucken und auf Europa zu schimpfen, ist noch nicht mal die halbe Miete. Wir müssen sozusagen auch bei uns in Deutschland die Hausaufgaben machen, damit es möglich wird, die Weichen auf europäischer Ebene neu zu stellen. Vielen Dank, Steffen. Joris, du hast jetzt einiges gehört. Die Linke in Deutschland soll dafür sorgen, dass sie stärker wird. Ein paar Ideen dazu kamen von Fabio und kamen jetzt auch von Steffen nochmal sehr konkret. Ja, möchtest du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen? Kannst du dir vorstellen, dass es die richtige Richtung ist sowieso, aber reicht das aus? Was müsste dazu kommen? Ich bin mir bewusst, wie kompliziert und wie schwer das ist, hier politische Arbeit zu machen in der Richtung und vor allem mit der Geschwindigkeit, die jetzt notwendig ist. Also da brauchen wir uns nicht wirklich nicht sehr viel und so schnell erwarten. Erstens einmal das. Zweitens, die Solidarität und die Unterstützung, die wir bis jetzt und jeden Tag von den sehr vielen Solidaritätsbewegungen, Gruppen, Menschen, aber natürlich auch von der Partei Die Linke haben, ist wirklich für uns lebensnotwendig. Auch bis heute. Und darüber brauchen wir uns da nicht sehr viel erzählen. Das aber, was wirklich ein Problem ist, wir stehen unter sehr großem Zeitdruck, unter enormem Zeitdruck. Unser Gegner, die wissen ja viel besser, um was es geht. Deswegen haben sie sich so gut vorbereitet. Deswegen gehen sie auch keinen Schritt zurück. Wirklich keinen Schritt zurück. Das, was ich habe das, als ich schon in Berlin angekommen bin, gelesen habe, also was die Forderungen heute, also bei der heutigen Sitzung waren, genau diese minimale rote Linien, weil wir sind als Regierung auch zurückgegangen, sind Schritte zurückgegangen, um sozusagen gemeinsam Boden zu finden, weil wenn man verhandelt, man darf nicht nur sein eigenes Geschicht bei den Verhandlungen sehen, sondern auch das Geschicht des anderen und umgekehrt. Ansonsten sind es ja keine Verhandlungen. Und was machen die Gegner, also die andere Seite? Die gehen genau auf das Minimum, was wir sozusagen als roten Strich markiert haben, sagen, nein, das nicht. Sie verlangt das schon im Vornherein, dass wir da rübergehen. Nur um es nochmal zu betonen, wie hart die Auseinandersetzung ist. Das heißt, es fällt uns nicht nur die Luft, es fällt uns die Zeit, um all das zu provozieren und zu organisieren, was auch der Steffen gesagt hat, hier und auch die anderen Genossen und europaweit. Deswegen müssen wir unsere Schritte wirklich beschleunigen. Wir erleben es in Griechenland, dass die politische Zeit sich wirklich jetzt sich enorm beschleunigt hat. Also wir können kaum persönlich mithalten. Wirklich, wirklich nicht. Also es hat unser eigenes Leben auch sehr geändert dadurch. Also ich muss auch jetzt
6 Uhr früh jeden Tag aufstehen und mich nur bloß 2 Stunden, bis der Tag beginnt, ein bisschen informiert zu haben. Weil sobald der Tag begonnen hat, ist aus mit der Information, muss man dann wirklich andere Sachen laufen. Ja, wir haben, was war die Grundidee, die zum Erfolg vom Syriza geführt hat? Aktionseinheit unter den linken Kräften, breiter Dialog unter den linken Kräften und ein Minimumprogramm. Das wäre zum Beispiel die Idee auch für jedes Land, auch für hier. Die Linke hier, nicht nur die Partei Die Linke, sondern die Linken insgesamt, die müssen ja einen solchen Dialog auch beginnen, einen solchen Dialog auch führen, um auf ein Minimumprogramm. Und unsere Idee für das Minimumprogramm wäre eben die heutige Klassenfrage. Und die heutige Klassenfrage ist, die Austeritätspolitik zu bekämpfen. Das wäre der Minimum-Aktionsplan für jede linke Kraft europaweit. Und überdies eben Bündnisse zu schaffen, schnell Bündnisse zu schaffen, die das Kräfteverhältnis wirklich verschieben. Ich möchte nur noch eine Bemerkung dazu machen. Wir haben wirklich ein sehr großes Problem mit den Massenmedien. Die Koni hat das sehr höflich formuliert. Es sind keine Informationen. Es geht bloß jetzt nur um Propaganda. Pure Propaganda. Sowohl hier als auch bei uns in Griechenland. Eine dermaßen Propaganda, dass man sie kaum noch sozusagen, also ich kann kein Fernsehen mehr angucken. Es ist unvorstellbar. In Griechenland überhaupt. Aus einem zusätzlichen Grund, das habe ich vorher nicht erwähnt. Die griechischen privaten Massenmedien, die haben nie Taxen bezahlt, Steuer bezahlt, Sozialversicherung bezahlt. Die schulden über 500 Millionen dem griechischen Staat. In den Memoranden eine einzige Ausnahme hat es gegeben, Gelder, die nicht eingetrieben werden sollten, die von den Massenmedien. Die jetzige Regierung hat natürlich gesagt, nein, ihr müsst auch zahlen, ihr müsst legale Lizenzen bekommen und so weiter. Ja, ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen, wie die Berichterstattung in Griechenland läuft. Vor 3 Tagen wurde ein sehr reicher Grieche festgenommen, weil dem Staat schuldete, auch Mitinhaber von so einem großen Fernsehsender, hat an einem Tag 1,8 Millionen Euro bezahlt, um wieder rauszukommen. Naja, es stand in keinem Fernsehen. Nirgendwo. Man hat nur gehört, dass er sowieso allein hingegangen ist, weil er so ein guter und fairer Patriot ist, ist hingegangen und hat 1,8 Millionen Euro an einem Tag bezahlt. Das heißt, wir müssen auch auf diesem Gebiet, sowohl in Griechenland als auch hier und überhaupt europaweit, sehr wichtige, starke Informationspolitik machen. Es laufen gewisse Diskussionen, Projekte, wo wir uns versuchen, uns zu koordinieren auf diesem Gebiet. Es ist ein wichtiger Bestandteil, dass wir sozusagen die Schlacht gewinnen. Weil wenn wir die Schlacht der Information auf dieser Ebene jetzt verlieren, was in Griechenland eigentlich los ist, und die Linken, die haben ja Erfahrungen, solche Schlachten zu verlieren, weil fangen dann die innere Diskussion an, tendieren mehr zu dieser Diskussion, als über die pragmatische jetzt Sache zu berichten und zu sprechen. Wenn wir diese 2 Hauptpunkte in dieser Phase einmal hervorstreichen und auf diese 2 Ebenen alle unsere Kräfte reinsetzen, ist einmal wirklich ein sehr guter Rückhalt für die neue griechische Regierung und für den Syriza. Ich war selbst auch in Tunis, Weltforum. Ja, Griechenland und Syriza ist jetzt überall in der Welt eine Diskussion. Überall, also die griechische Fahne und die Syriza-Fahne
gäbe es die palästinische Fahne nicht, wäre die bekannteste Fahne weltweit und die meist fotografierte Fahne weltweit. Das sage ich nur deswegen, es ist, weil das stellt eine sehr gute Chance dar, um das zu nehmen und einen Schritt weiterzugehen. Von uns aus werden wir alles machen, was in unseren kleinen, wirklich kleinen Kräften zusteht, diese Diskussion mitzutragen, mitzuverfolgen, mitzu gestalten. Und ich bin wirklich sehr erfreut, auch meinen Genossen unten zu erzählen, dass hier in einem wirklich sehr vollen Saal noch eine solche Diskussion hier stattfindet. Ja. Vielen Dank. Aber Fabio, ich möchte dir doch noch mal zwei konkrete Fragen stellen. Und zwar in Bezug auf die Frage, was macht denn nun die Europäische Linke in Bezug auf Griechenland? Und welches sind die Maßnahmen gegen die Austeritätspolitik, die du uns kurz benennen könntest? Also ich bin für die Europäische Linke wenig sprechfähig, sozusagen. Für die Fraktion. Die Linksfraktion, wir veranstalten natürlich, wir überlegen uns, wie wir jede Plenartagung nutzen, um sozusagen auf Missstände aufmerksam zu machen. Und ich kann nur ein Beispiel nennen. Wir haben ja jetzt die Debatte um Steuerhinterziehung im Europäischen Parlament mit Herrn Juncker. Und wir haben zum Beispiel die Situation, dass ein kanadisches Goldunternehmen, Eldorado, in Griechenland operiert und über Briefkastenfirmen in den Niederlanden die griechische Bevölkerung um ihre Steuern bringt. Und der Finanzminister der Niederlande ist zufällig der Chef der Eurogruppe und versucht täglich der griechischen Regierung Nachhilfe darüber zu erteilen, wie Griechenland nun seinen Haushalt in Ordnung zu bringen hätte. Und ich war sozusagen in der Anhörung, die auch öffentlich dann übertragen wird, mit den Fernsehkameras und etc., mit Herrn Moscovici, dem Steuerkommissar, und habe ihn konkret gefragt, sag mal, kannst du mal Herrn Dijsselbloem anrufen und dich mit ihm über dieses Problem unterhalten? Und bin sogar noch mal zu ihm hingegangen, weil er ist auf diese Frage natürlich nicht eingegangen, und habe ihm das auch noch mal gegeben und habe gesagt, hier, sag mal, was eine Phase. Dann hat er gesagt, ich müsste verstehen, er könnte das nicht kommentieren. Als Beispiel. Das ist, ich sag mal, eine Politik der kleinen Nadelstiche. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen in anderen Fraktionen, das will ich sagen, aus Sozialdemokraten, Grüne, die zum Beispiel ein Unterstützungsbündnis für Syriza gegründet haben. Und das ist auch wichtig. Also gerade die Unterstützung aus diesen Fraktionen ist natürlich ungeheuer wichtig, um zu zeigen, Syriza ist nicht isoliert. Wir hatten jetzt wieder einen großen Kongress im Europäischen Parlament, wo auch Fraktionsspitzen von Grünen und Sozialdemokraten da waren. Aber all das ist, ich sage mal, ich verbringe ja sehr viel Lebenszeit im Europäischen Parlament. Und viele von euch werden sich jetzt fragen, ist der Typ bescheuert? Der erzählt ja die ganze Zeit, also das Europäische Parlament hat sozusagen wenig Hebel derzeit oder setzt sie nicht ein. Warum tut er sich das dann die ganze Zeit an? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich versuche natürlich, die Ressourcen zu nutzen, also auch eine Aufklärungsfunktion zu erfüllen. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Das klingt jetzt wieder sehr technisch, dass eine der mächtigsten wirtschaftspolitischen Institutionen, wahrscheinlich die mächtigste derzeit, die nie gewählt wurde, ist die Europäische Zentralbank. Warum? Weil es im Prinzip gegen die Austerität keine Investitionsprogramme gibt. Die Fiskalpolitik, also die Finanzpolitik, hat sich sagen selber kastriert. Und die Europäische Zentralbank ist der einzige Akteur, der noch irgendwas macht oder machen kann. Wie man das jetzt bewertet, ist nochmal eine andere Diskussion. Und die Europäische Zentralbank hat daher aber auch die Folterwerkzeuge. Und die haben natürlich gleich zu Griechenland gesagt, wir akzeptieren keine griechischen Staatsanleihen, also die Papiere, die ein Staat ausgibt und die dann gekauft werden von Banken oder Investoren, um ihnen Geld zu leihen über eine bestimmte Laufzeit. Diese Papiere akzeptieren wir nicht mehr als Sicherheit für den Bankensektor. Das klingt jetzt alles sehr technisch. Aber das ist sozusagen das zentrale Folterwerkzeug,
Denn es geht gar nicht mal so sehr darum, dass die griechische Regierung Geld braucht oder irgendetwas. Die haben ja momentan, wahrscheinlich nicht mehr lange, wegen der Kapitalflucht, die jetzt angeheizt wurde und vielem anderem auch, aber einen sogenannten Primärüberschuss, das heißt Haushaltsüberschüsse. Die könnten theoretisch sagen, das würde ein paar Komplikationen mit sich bringen, aber sie könnten theoretisch sagen, wir bedienen alte Schulden nicht mehr, wenn sie irgendeinen Zugang zur Zentralbank hätten, und wir realisieren unser Programm quasi erstmal mit eigenen Mitteln. Aber das zentrale Folterwerkzeug der EZB war, dass sie sagen, wir drehen den Banken, noch nicht mal der griechischen Regierung, den Hahn ab. Und das ist sozusagen ökonomischer Terror. Denn das heißt sozusagen, dass die Wirtschaft über Nacht zusammenbrechen könnte. Und diese Maßnahme wird begründet von der Europäischen Zentralbank damit, dass sich Griechenland nicht erfolgreich einem neuen Programm unterworfen hätte. Und das ist bemerkenswert, weil der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs kürzlich festgestellt hat, das ist noch nicht rechtskräftig, aber dass die EZB sich herauszuhalten hat aus der allgemeinen Wirtschaftspolitik. Das heißt, man könnte sozusagen zu der Auffassung gelangen, dass die Europäische Zentralbank, indem sie die Liquiditätsversorgung der Banken an die Erfüllung von Privatisierung, Lohn- und Rentenkürzung koppelt, einen Rechtsbruch begeht. Ich habe deswegen zum Beispiel als Abgeordneter das Recht, die Europäische Zentralbank zu befragen. Das habe ich auch gemacht. Ich war auch bei denen. Ich habe mit denen diskutiert in einem Neubau da, schicke Fußbodenheizungen und alles. Ich war da drin sozusagen. Viele waren draußen und haben demonstriert. Und habe die gefragt, sag mal, wie begründet ihr das? Ihr habt doch auf dem Höhepunkt der Krise, da haben die sogar, die hätten im Zweifel Bürostühle von den Banken als Sicherheiten akzeptiert. Das hat überhaupt nicht gejuckt. Kann eine Zentralbank auch, weil eine Zentralbank ist eine Cashmaschine. Die können sozusagen negatives Eigenkapital haben, Abschreibung vornehmen, das juckt eine Zentralbank nicht, weil die quasi permanent Gewinne erwirtschaften darüber, dass sie Geld schöpfen. Und da hat mir die Zentralbank ja gesagt, ja, da hast du recht, da hast du einen Punkt. Also er hat mich gesiezt, aber er hat gesagt, Yves Mersch, der Luxemburger Notenbankchef, da haben sie einen Punkt. Aber wir können nichts machen, denn das ist sagen unsere Bilanzpolitik, und hätten wir zum Beispiel europäische Bonds, europäische Anleihen mit einem guten Rating für alle, dann wäre das gar kein Problem. Das fand ich ganz interessant. Also die Luxemburger sind ein bisschen positiver, pragmatischer, die wollen nämlich, weil Luxemburg ist ein kleines Land und die leben vom europäischen Handel und die wollen nicht, dass der Laden auseinanderfliegt. Also wir haben den großen Finanzplatz und die Finanzinvestoren mögen auch Eurobonds, das sagen nur als Fußnote. Aber nur um das mal als Beispiel zu machen, das sind Instrumente, die ich habe, und dann kann ich irgendwie versuchen, Journalisten anzurufen und zu sagen, hör mal zu, willst du darüber nicht berichten, um zum Beispiel dieser Propaganda etwas entgegenzusetzen. Überhaupt die Leute aufzuklären, wie so etwas funktioniert, worum es da eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass Syriza wegen ihren Wahlversprechen Steuergelder verbraten wollen. Sondern umgekehrt, es geht darum, dass man dafür sorgt, dass Steuergelder verbrannt werden, weil man die Austerität weiterführt, die die Wirtschaft abgewürgt hat und die Verschuldung ja sogar nach oben getrieben hat. Aber das sind sozusagen die wenigen Instrumente, die ich habe, und man darf das Europäische Parlament nicht überschätzen. Ich stelle mich in der Regel so vor. Mein Name ist Fabio De Masi, ich bin Europaabgeordneter und grüße alle, die mich nicht kennen. Und das hat einen Grund sozusagen, weil wenn man jetzt mal rausgeht in die Bevölkerung und fragt, kennt ihr den Namen eines Europaabgeordneten? Da gucken die dich an wie ein Pferd. Und zu Recht. Einige muss man auch nicht kennen. Also das sozusagen dazu, und wir können versuchen, diese Instrumente zu nutzen. Ich war selber in Zypern, ich habe auf einer Kundgebung gesprochen als Beispiel, der ersten großen Kundgebung gegen die Troika-Programme. Und das war aber ganz, ganz psychologisch wichtig, dass da jemand kam, der aus Deutschland war. Das war wahnsinnig wichtig für die, und das war überall in den zypriotischen Medien, nur in Deutschland eben nicht. Und zu deiner zweiten Frage, was sind sozusagen die Kernprogramme gegen Austerität? Nun, ein Kernprogramm, und das ist relativ bescheiden, finde ich, ist die Politik der Lohn- und Rentenkürzung und der Verramschung des öffentlichen Eigentums, wofür man auch noch schlechte Preise erzielt in einer Krise, weil man sagen mit dem Rücken zur Wand steht, zu stoppen. Und das möchte Syriza.
Der zweite Punkt ist, dass wir hier in Deutschland natürlich dafür sorgen müssen. Mir hat mal ein griechischer Freund gesagt, das ist, ihr müsst, und da gebe ich Steffen vollkommen recht, Mitgefühl brauchen wir nicht. Schenkt euch das sozusagen. Macht euren Job und sorgt dafür, dass in Deutschland sozusagen die Löhne wieder steigen, dass die öffentlichen Investitionen in Deutschland kommen. Das hilft uns. Und wie ihr das begründet, mit dem Interesse sozusagen der Beschäftigten in Deutschland oder weil ihr uns helfen wollt, ist uns völlig Latte. Ja? Und ich glaube, das ist sozusagen natürlich der entscheidende Punkt für uns in Deutschland. Wir haben ja auch, wir haben diese ganze Propaganda, das ist richtig. Aber wir haben doch zum Beispiel breite Mehrheiten in Deutschland gegen Privatisierung. Wir haben Debatten über Privatisierung. Wir hatten in Berlin ein Volksbegehren, wir hatten in Hamburg sozusagen ein Volksbegehren. Es gibt Mehrheiten gegen Privatisierung. Und ich glaube auch, das fand ich sehr wichtig, was Georgios gesagt hat, ein minimales Programm. Warum? Weil ich glaube, dass man sozusagen, wir waren dann stark als Linke in Deutschland, wenn wir uns auf wenige Kernforderungen konzentriert haben, die unmittelbaren materiellen Interessen von einer breiten Mehrheit angesprochen haben, unabhängig davon, ob die sagen, konservativ waren oder was auch immer. Als wir gesagt haben, nein zur Rente erst ab 67, den Mindestlohn, die Ablehnung des Afghanistan-Krieges oder was auch immer in die Debatte eingeführt haben, das waren 3-4 wesentliche Punkte. Und ich glaube, wir haben angefangen, uns in der Linken zu verzetteln. Sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir Forderungen stellen, die sozusagen hier im materiellen Interesse einer großen Mehrheit sind und hinter denen wir sozusagen, wo wir uns auf Mehrheiten berufen sind, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt nicht, dass wir nicht darüber nachdenken sollten, wie sehe eine gute Industriepolitik aus oder wie sehe eine andere Geldpolitik aus oder diese ganzen Dinge. Das ist alles wichtig. Aber ich glaube, in unserer Kommunikation nach außen müssen wir das in den Vordergrund stellen. Und eine letzte Bemerkung, die öffentlichen Investitionen sind auch ein wichtiges Thema, was eben mehrheitsfähig ist, weil die Leute wollen eine gute Infrastruktur. Und wir haben uns sozusagen angewöhnt. Ich glaube, womit wir nicht kommen können, ist Demonstrationen zu organisieren unter dem Slogan Nein zur Austerität zum Beispiel. Dann passiert nämlich das, also wenn wir Glück haben, passiert das, was Charlie Chaplin in einem bekannten Film passiert ist. Charlie Chaplin lief hinter einem Baustellenfahrzeug hinterher und da fiel eine rote Fahne runter, so eine Absperrfahne. Und er hat die aufgegriffen und hat die hochgehalten und durch Zufall kamen ein paar Malocher von der Mittagspause um die Ecke und sind ihm hinterhergerannt und er war Anführer einer kommunistischen Demonstration. So ist es, wenn der Tag gut läuft. Das Problem ist, dass viele Leute in Deutschland natürlich, wir haben ja auch eine schleichendes Gift der Austerität, aber natürlich nicht mit der Härte wie in Griechenland. Und deswegen glaube ich, müssen wir mit anderen Slogans an die Situation herangehen in unserem Land, als das zum Beispiel in Griechenland der Fall ist, aber mit demselben Ziel. Und darüber sollten wir uns quasi verständigen, wie kriegen wir das hin, was sind die Forderungen, die in Deutschland bewegen, ob das nun TTIP oder andere Themen sind, das ist sozusagen wichtig. Und kriegen wir das meines Erachtens auch hin, eine breitere Bewegung zu schaffen und können auch anfangen, die Solidarität mit Griechenland zu organisieren. Ja, vielen Dank. Hilary, ich würde dich als erstes bitten und denke dann Fabio, Jorgos und... Möchtest du auch nochmal? Ja, zwei Sätze. Okay. Okay, so I'll start with a response to the friend who talked about the radicalization of youth, because I think that actually the youth have been radicalized to the left mainly. I mean, there's been the radicalization of Islam, but I think that's more to do with Blair and the war against Iraq and the support for Israel and so on. I think that the important thing, and it points to a possible pinprick and a way of reinforcing what Fabio said about simple demands and a kind of movement, and that's that the crucial thing in Britain has been, maybe people have heard of it, a development of a movement called UK Uncut. And it's been very simple. It's taken a simple idea of no to privatisation,
you know, particularly the NHS, of education, and what they do, and also linking that to an attack on tax evasion. So they go and occupy the companies, the shops owned by the big tax evaders, like Boots, you know, the pharmacy in Britain. They occupy those places, and then they turn them into hospitals. So they go dressed as nurses and, you know, saying, look, the billions that you're not paying could go to, you know, provide hospitals. So if I was just trying to think, can we find some vivid direct action? I mean, the young people, I sound a bit like a granny, but I mean, you know, young people that I feel are my friends as well. But, you know, are like, they're so radical. They're still almost connecting, taking forward the ideas of 68 that Thatcher destroyed. You know, they're kind of, anyway, but they're so, and because they're so pissed off with the political system, direct action is their politics. And I think, can we build on that? I mean, the only idea, we should have a brainstorm later or over this next few days, you know, with creative people, you know, including artists. I mean, in Britain, there's a very interesting comedian called Russell Brand. And, you know, he just had one really good example of taking the fact that the government attacks people on welfare and puts them into prison. And one of the ways it does it has been by having a van going round working class neighbourhoods saying, you know, tell of your neighbours who are, you know, on benefits and being lazy. So he then takes the facts about tax evasion, about bankers' bonuses, you know, the gross, disgusting, you know, behaviour of the banks taking huge bonuses, even though, you know, their banks are collapsing and they're getting government money. And he went into the city of London with a van, the same kind of van, with the pictures of all the bankers who've failed but got masses of public money, with a loud hailer saying, have you seen, you know, Bob Diamond? Have you seen Fred Stevens? You know, tell us, let us know. And then going to the banks and saying, I want to see, you know, the chief executive. And anyway, that sort of humour that makes, now he's performing, he's done a film that summarises all this, that's getting massive support. So the only idea that came up is building on the Rosa Luxemburg's initiative, which I think is really good, that idea of doing a pamphlet aimed at tourists, and whether, you know, we could think of a very friendly kind of demonstration outside all tourist agencies, you know, maybe with pictures of the Greek islands. And the argument would be, well, you know, Greek tourism depends on people, you know, and if people are kind of having their pensions cut, can't live, you know, starving, there's going to be no chance to go to the islands. And could we build on, because certainly in Britain, at any rate, you know, the only consciousness of Greece is sort of tourism. And could we start, it's always best to start where people are at, and think of some direct action that gets over the simple message. I think that those who've been saying we need a very simple message that could unite people for July is the right thing. But I do think what we can learn from younger people is that it needs direct action, it needs very vivid, practical initiatives that illustrate an alternative. Ja, ich will aus Zeitgründen, zum Beispiel deine Frage beantworte ich dann gern nochmal im persönlichen Gespräch. Und ich wollte nur klarstellen, mir geht es nicht darum, keine Demonstration zum Beispiel zu organisieren gegen diese Politik. Und das hast du ja auch selber angedeutet, mir geht es darum, dass wir das übersetzen müssen, weil bei dem Wort Austerität manche Leute denken, was ist das für eine Krankheit? Und auch manchmal beim Wort Schuldenbremse gibt es sie auch mit Felgen oder so, ne? Mit Doppelfelgen. Also ich glaube, wir müssen eben anfangen, das zu übersetzen. Ich will nur zwei Sätze sagen. Erstens, ich glaube, ganz wichtig ist es für eine griechische Solidaritätskampagne, dass wir diese Medienpropaganda brechen. Und es gibt ja ein enormes Interesse. Also erinnert euch an die Debatte um den Mittelfinger von Yannis Varoufakis und Jan Böhmermann. Warum fangen wir wir brauchen zum Beispiel Griechen, glaube ich, in Deutschland, bekannte Gesichter, die mit uns meinetwegen durch die Fußgängerzone laufen und Uso verteilen. Und zwar Yannis Varoufakis persönlich. Ich weiß, der hat andere Sachen zu tun. Der hat wenig Zeit. Aber ich glaube, das wäre ungeheuer wichtig, dass wir sagen, dahin gehen, wo es weh tut. Und deswegen habe ich sehr begrüßt, als am 1. Mai als Redner, ich glaube in Nordrhein-Westfalen, der Deutsche Gewerkschaftsbund Yannis Varoufakis eingeladen hat,
um sozusagen diese Propaganda zu brechen. Zweite Bemerkung, viele von euch haben das Video gesehen von Die Anstalt zu Griechenland. Ein großer Höhepunkt in der deutschen Fernsehlandschaft mit dem letzten Überlebenden von Distomos. Und deswegen möchte ich, deswegen möchte ich hier nur sagen, als Beispiel, wir werden als Bundestag, als Europaabgeordnete jedes Jahr gefragt, ob wir irgendeinen beknackten Heini fürs Bundesverdienstkreuz nominieren wollen. Ja? Und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich werde die Macher von Die Anstalt für das Bundesverdienstkreuz vorschlagen, weil sie sozusagen einen großen Beitrag zur politischen Aufklärung in Deutschland geleistet haben. Und ich glaube, wir müssen uns eben über solche symbolischen Aktionen verständigen, damit wir Aufmerksamkeit erzeugen. Dabei will ich es erstmal belassen. Also es mag an meiner Müdigkeit liegen, dass ich da nicht sehr viel Hoffnung da in die Diskussion reingebracht habe. Nein, wir sind wirklich sehr zuversichtlich, dass am Ende dieser sehr harten Verhandlungen doch eine Einigung erzielt wird, die im Interesse der griechischen Bevölkerung sein wird, aber auch im Interesse der europäischen Bevölkerung sein wird. Trotz, dass diese Verhandlungen wirklich noch lang anhalten werden, sicher lang über den Juni, wird 20. Juni sicher nichts dastehen, nichts Endgültiges. Ich habe gestern mit dem Genossen Tsakalotos gesprochen, der eigentlich die Verhandlungen führt. Er ist wirklich zuversichtlich, dass wir es schaffen. Aber er hat mir was ganz Wichtiges gesagt, dass ich es mit euch teilen möchte, weil es ist auch Teil unserer Diskussion hier. Er hat gesagt, wirklich, unser stärkstes Argument bei den Verhandlungen ist die sehr starke Unterstützung der griechischen Bevölkerung an dieser Regierung. Über dies können die anderen Regierungen und die Verhandler nicht gehen. Und dazu auch natürlich kommt die Unterstützung der europäischen Bewegungen, der europäischen linken Parteien und so weiter. Da haben wirklich unsere Gegner, wenn ich sie so nennen darf, wirklich ein starkes Problem. Deswegen darf es nicht nachlassen. Und da möchte ich noch die Antwort, eine kurze Antwort sagen, ob wir den Gegner sozusagen untersetzt haben. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben, darf ich euch erinnern, wir haben während der ganzen Zeit vor dem Wahlkampf, auch vor 2012 gesagt, zwei Voraussetzungen sind notwendig, dass wir erfolgreich sein können. Die Unterstützung der griechischen Bevölkerung, die haben wir auch nach der Wahl viel mehr als bei den Wahlen. Das heißt, auch Teile der Bevölkerung, die nicht Syriza gewählt haben, stehen jetzt hinter der griechischen Regierung. Und die zweite Voraussetzung war die große Solidaritätsbewegung europaweit. Das haben wir schon vor der Wahl gewusst und gesagt. Und unsere ganz gute Vorbereitung zeigt auch, dass wir den Gegner nicht untersetzt haben. Und wir waren so gut vorbereitet, noch nie war eine Regierung in Griechenland so schnell zur Welt gerufen. Wir haben binnenhalb zwei Tagen eine Regierung gehabt. Die anderen haben gerechnet, wir werden 5-6 Wochen verhandeln. Und in dieser Zeit haben sie sozusagen programmiert gehabt, dass sie uns aus der Welt schaffen. Nein, wir waren uns der Probleme bewusst und wirklich gut vorbereitet. Plan B haben wir keinen. Nein. Grexit, Austritt aus dem Euro ist für uns keine Option. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht für diesen Fall vorbereitet sind. Das heißt noch lange nicht, dass die Regierung, das wäre sehr unverantwortlich für eine linke Regierung, wenn sie sich nicht auch für den schlimmsten Fall sich vorbereitet und Maßnahmen sozusagen trifft, die dann der Bevölkerung sozusagen zugutekommen werden, wenn es einmal so weit ist. Aber es wäre von verhandlungstaktisch auch jetzt falsch, wenn man
das auf dem Tisch liegen würde. Deswegen ist dieser ungeheure Druck und alle zwei Tage kommt wieder eine Meldung, Grexit steht vor der Tür, um eben Druck auszuüben auf die Regierung zu sagen, okay, wir machen es. Wenn die griechische Regierung sagen würde, okay, wir bereiten uns auf einen Grexit vor, hätten die dann die Propaganda umgedreht und gesagt, aha, ihr stellt das Europahaus in Frage und so weiter. Also da muss, es ist wirklich eine sehr delikate Phase, weil wir müssen einerseits unsere linke, rote Linien hart sozusagen beibehalten, aber gleichzeitig stark verhandeln mit einem vor unseren Augen, die Bedürfnisse der Bevölkerung. Weil gleichzeitig müssen wir die Bedürfnisse der Bevölkerung decken. Und meine Schlussbemerkung und Information ist folgende. Griechenland ist zurzeit das einzige Land weltweit, das ihre Staatsschulden aus eigenen Kräften bezahlt. Es gibt kein anderes Land. Alle Staaten, auch Deutschland, refinanzieren ständig die Staatsschulden. Das heißt, Geld, neue Kredite, um die alte Staatsschulden zurückzubezahlen. Das einzige Land heute, das die Schulden aus ihrer eigenen Tasche bezahlt, ist Griechenland. Warum? Weil, obwohl die neue griechische Regierung das Abkommen vom 20. Februar völlig bedient, unser Partner, unser Gläubiger, unser Schulden, die tun ihre Unterschrift nicht, wie sagt man das? Ja, genau. Weil Griechenland hat die ausgemachten Gelder seit August 2014 nicht bekommen. Das ist auch ein Teil, eben muss auch ein Teil dieser Informationskampagne sein. Und trotz allem werden auch die Bedürfnisse der Bevölkerung gedeckt. Also insofern allen hier sagen, es ist nicht so wie... Mich hat der Steffen die Bild-Zeitung genannt. Das hat sie gut beschrieben. Vielen Dank. Steffen. Ja, drei Sätze. Ich fand das Stichwort positive Kampagne sehr gut. Die positive Kampagne würde in meinen Augen sozusagen fokussiert werden auf den Gedanken, Griechenland braucht Spielraum, braucht Luft zum Atmen, um einen neuen Weg für den wirtschaftlichen Wiederaufbau gehen zu können. Das ist positiv. Und mit dem Nachsatz, erstens ist das die einzige Chance für uns, irgendwann mal die Schulden, dass wir die Schulden nicht, die Kredite nicht abschreiben müssen. Und zweitens, ein neuer Weg wäre für uns in Deutschland auch nicht schlecht. Zweitens, Plan B. Das Wichtigste an Plan B ist, alles dafür zu tun, um zu vermeiden, dass er notwendig wird. Alles andere ist bloße Neugier. Übrigens gehört zum Wesen des Plan B, dass man nicht über ihn spricht. Das nur nebenbei. Drittens, ich möchte den Aufruf nochmal bewerben. Ich finde das sehr gut, wenn ihr den vervielfältigt. Den kann man auch im Internet unterschreiben, man kann auch im persönlichen Umfeld Werbung dafür machen, also kann ich nur sehr empfehlen und das bietet auch Gesprächsstoff und der ist witzigerweise, obwohl er Anfang Februar rausgekommen ist, immer noch aktuell. Und natürlich fände ich es ganz toll, wenn in Berlin eine Demo stattfindet im Juni und da, das ist natürlich viel Arbeit und es gibt aber bekanntlich viele Leute, die gehen nicht so gerne auf Demonstrationen. Den kann man empfehlen, macht Urlaub in Griechenland. Gut. Oder Demo in Griechenland. Ich möchte mich bedanken bei Hillary, ich möchte mich bedanken bei Fabio, bei Georgos und ich möchte mich natürlich auch bei Steffen bedanken. Ich bedanke mich bei den beiden Dolmetschern. Recht vielen Dank, es war eine super Leistung über die ganze Zeit. Und vielen Dank für Sie und
alles Gute, einen schönen Abend noch und denken Sie viel nach über die Verantwortung der Linken in Deutschland für die nächsten Tage. Eine gute neue Woche. Auf Wiedersehen.